herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der René, mach kurz das Warm-up, das mache ich auch bei Let's Dance, Supertalent und so weiter. Heute bin ich hier, freue ich mich ganz besonders. Und damit wir uns ganz kurz ein bisschen kennenlernen, bevor es so um die Einzelheiten geht, ganz kurz mal eine Frage. Hände hoch, wer ist Single? Sehr gut. Wer ist verheiratet? Wer ist verheiratet, wäre aber lieber Single? Dortmund, wir müssen reden. Hallo liebe Freunde, ich hoffe, ihr seid schon unterwegs und wenn ihr euer Navi richtig programmiert habt, dann müsstet ihr theoretisch früher oder später hier landen, im Filmpark Babelsberg. Und was da auf euch wartet, es ist schlichtweg und einfach ein Knaller. Action gibt's natürlich heute satt im Filmpark Babelsberg, aber auch kulinarisch werdet ihr so richtig verwöhnt und ganz ehrlich, das Buffet ist eigentlich schon angerichtet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kino und mit Christian Lindner. Wir begrüßen Sie mit einem großen Applaus, Kai Diekmann. Herr Diekmann, eine Frage vorneweg. 2006 erreichte die Bild-Zeitung ca. 12 Millionen Menschen. Im Prinzip hat sich ein unglaublich erfolgreiches Geschäftsmodell geradezu pulverisiert. Wie haben Sie das selber erlebt und wie lange hat es gedauert, bis Sie darauf reagieren konnten?